Herzlich willkommen, geliebte Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesen sonnigen Tag. And today, I want to show you something special in the charts. Nein, Leute, heute mal nicht. Ich wollte auch mal ein bisschen MM-Crypto-mäßig sein, Mensch. Darf ich auch mal? Ich wollte auch mal so ein berühmter, großer YouTuber sein. Nein, Leute, ich habe jetzt endlich ein Tool gefunden, damit ihr auch hier angenehm miterleben könnt, was ich euch hier auf den Charts und beziehungsweise auf meinem Screen zeigen möchte. Gehen wir mal jetzt drauf ein, gucken wir uns den Markt an, Leute. Kurz, knapp gefasst, einige Daten zur Inflation und warum der US-Dollar-Index, dass er gestiegen ist, so schlecht letztendlich war für alle Fremdwährungen. Und einige Informationen auch zu XRP. Sehr interessant, was jetzt die SEC langsam macht. Scheinen einfach zurückzurudern, aber das sehen wir uns gleich erst an. Chris Larsen hat Bitcoin-Maxis wahrscheinlich so richtig erzürnt, weil er möchte, dass sie vom Proof of Work zu Proof of Stake oder beziehungsweise zu anderen Konsensmechanismen rübergehen. Aber gut, das schauen wir uns mal gleich an, Leute. Erstmal nehme ich die kleine Kamera hier mal wieder weg. So, jetzt könnt ihr sehen, was ich hier auf dem Screen habe. Das ist natürlich richtig interessant. Bitcoin hat sich jetzt eindeutig über dieser 22.000er-Marke gehalten, ist jetzt rübergebrochen. Wir sind auf dem Weg auf die 24.000er-Marke. Es ist positiv. Ethereum hält sich jetzt noch bei der 1.500er-Marke. Bitcoin scheint jetzt erstmal alleine nach oben zu ziehen, wie wir auch sehen können an den 24-Stunden-Prozentzahlen. Der gesamte Markt ist aber heute auch wieder am Steigen. Das erkennen wir auch an der Marktkapitalisierung. Wir gehen hier wieder auf die 1,1 Billionen Marke zu, was sehr, sehr positiv ist. Wir preschen weiter nach oben. Alles ist euphorisch. Ich weiß nicht. Irgendwie sieht das für mich wie ein Fakeout aus. Aber wir werden sehen. Noch sieht es positiv aus. Noch sieht es positiv aus. Mal sehen, wie das aussehen wird, wenn die nächste Korrektur kommt. Aber gut. Schauen wir erstmal, der Fear and Greed Index hält sich jetzt bei der 31. Wir haben gestern einen schönen Anstieg gehabt auf die 30, sind heute um einen Punkt nochmal nach oben gegangen. Wie ich schon gestern gesagt hatte, noch nie hatten wir so eine Zeit wie jetzt, dass wir hier so langfristig in einer Extreme 4 Phase waren. Wir waren hier unten auch schon mal in so einer Extreme 4 Phase drin. Aber wie ihr sehen könnt, sind wir immer wieder ausgebrochen. Raus aus der Extreme-Phase runter. Es ist nicht so schlimm gewesen wie hier, dass wir uns längerfristig in so einer Extreme-4-Phase aufgehalten haben, ohne rauszugehen. Okay, gucken wir uns mal an, was der Markt sonst so macht. Ich habe hier einige interessante Informationen rausgeholt. Dieser Artikel ist recht interessant gewesen. Investoren spekulieren auf größere Zinsschritte der EZB. Aber was wird das Ganze bringen? Das wird in dem Artikel hier auch schön erklärt. Es wird nämlich nicht sehr viel bringen. Und warum nicht? Das schauen wir uns einmal hier an. Unten haben sie hier was Interessantes beschrieben. Er spricht, also es war ein Experte, er spricht sich aber dafür aus, dass die sogenannte Forward Guidance, also die Orientierung über zukünftige Geldpolitik, abzuschaffen. Dies war als zusätzliches Instrument der Notenbanken eingeführt worden, als die Inflation im Euroraum sehr niedrig war und die Zinsen die Nullgrenze erreichten. Ziel dabei war es, die Markterwartungen über die zukünftige Zinsen zu beeinflussen. Okay? Und hier unten wird jetzt gesagt, warum das nicht so viel bringen wird, wenn wir jetzt ein bisschen den Leitzins anheben. Denn aktuell aber ist die Inflation deutlich über dem von der EZB angestrebten Niveaus von 2%. Im Juni erreichte sie im Euroraum mit 8,6% den höchsten Stand seit Beginn der Währungsunion. Aus Sicht von Kritikern ist es in diesem Umfeld eher hinderlich, sich lange im Voraus auf eine bestimmte geldpolitischen Kurs festzulegen. So hatte die EZB ursprünglich im Dezember 2021 beabsichtigt, ihre Anleihenzukäufe mindestens bis Oktober laufen zu lassen, was eine Zinserhöhung bis dahin de facto ausgeschlossen hätte. Diese Linie muss sich dann korrigieren.
Okay, und warum ist das so wichtig mit dieser ganzen Inflationsgeschichte? Warum ist es schlecht, dass der US-Dollar steigt? Denn ein steigender US-Dollar sorgt für Inflation bei Fremdwährungen. Warum ist das so? Das liegt daran, dass es werden halt mehr Dollar als zuvor benötigt, um die gleiche Menge an Produkten oder an Materialien, Rohstoffen, Lizenzgebühren zum Beispiel auch zu erhalten. Das sorgt dafür, dass die Preise für Produkte und Leistungen steigen und die jeweilige Fremdwährung inflationiert wird. Und das passiert halt weltweit. Und wenn man sich jetzt noch dazu nimmt, dass die Zinsen, beziehungsweise was heißt Zinsen, dass die Schulden immer höher und immer höher werden und durch diesen ganzen steigenden US-Dollar es wesentlich schwerer wird für Banken, das zurückzuzahlen oder beziehungsweise dass die jetzt Dollar zurückkriegen werden, wenn diese Zinsen zurückgezahlt werden, die nicht mehr das gleiche wert sind wie vorher, ist es so gut wie unmöglich, dass diese schiere Anzahl der großen Zinsen, die zurückgezahlt werden müssen, beziehungsweise Kredite, ich sag mal wieder Zinsen, Kredite, die zurückgezahlt werden müssen, es ist schon langsam unmöglich. Und irgendwann kommt der Kollaps. Und vor allem, wenn der US-Dollar gedruckt und gedruckt und gedruckt wird und künstlich nach oben gepusht wird und dadurch die Fremdwährung ihren Wert verlieren im Verhältnis zum Euro, nimmt das die globale Wirtschaft mit. Denn ja, es wird noch größtenteils mit den US-Dollar bezahlt, wenn wirtschaftliche Geschäfte abgewickelt werden. Und darum sind jetzt auch Länder wie Türkei und der Iran, die sich mit Russland jetzt getroffen haben und die Gaseinkäufe möchte der Erdogan jetzt auch nicht mehr in Dollar, sondern in anderen Währungen. Ja, warum denn auch? Natürlich, weil er für seine Lire ganz, ganz, ganz wenig Dollar jetzt kriegt und kann dementsprechend noch weniger Gas einkaufen. Und die BRICS-Staaten möchten sich auch davon lösen, wie viele, viele andere. Und ja, es wird dann auch stark davon gesprochen, dass der US-Dollar als Weltwirtschaftswährung abgeschafft werden soll, ne? Darum schaue ich mir immer wieder den US-Dollar-Index an und wir sehen es jetzt auch. Der US-Dollar-Index fällt und was passiert? Börse geht hoch, Bitcoin geht hoch. So gut wie alles ist am Steigen, ne? Darum, es ist wichtig. Diese Blase, die platzt einfach irgendwann. Es kann nicht ewig gut gehen. Und wann wird es kommen? Und deshalb bin ich immer noch nicht so positiv gestimmt, obwohl Bitcoin so einen kleinen Anstieg hat. Aber gut, das wird die Zukunft uns noch verraten, in welche Richtung das geht. Das hier fand ich auch interessant. Dementsprechend immer wieder auf Vorsicht geboten, Leute. Kriminelle reißen sich um Kryptomixer. Was sind diese Kryptomixer mit Mixern lassen sich Kryptotransaktionen anonymisieren. Cyberkriminelle fühlen sich davon besonders angezogen. Und wie sie sich besonders angezogen fühlen, das zeigt dir die Statistik. Demnach entfielen in diesem Jahr bisher 23% der an Mixer gesendeten Gelder auf illegale Adressen. 2021 waren es 12%. Das heißt, wir haben hier einen eindeutigen Anstieg der Nutzung solcher kriminellen Mixer, damit die Transaktionen verschleiert werden können halt. Ne? So können Betrüger eure Gelder klauen letztendlich, eure Kryptos klauen und sie über solche Kryptomixer, wo man auch hier sehen kann, wo sie kaum bis gar nicht irgendeine KYC-Information rausgeben müssen, ihre Gelder halt transferieren können. Das ist gefährlich. Darum passt auf, Leute. Passt auf, in was ihr investiert, wo ihr euer Geld hintut. Es ist immer wieder gefährlich und ich höre es immer und immer wieder, dass Leute ihr Geld verlieren dabei. Okay, gucken wir uns mal an. Das war hier halt sehr, sehr interessant. Chris Larsen hat mal wieder zugeschlagen und hat sich hier geäußert über Proof of Work und hat dir gesagt, dass zukünftig Bitcoin einfach verlieren wird. Denn es wird immer weiter auf die Schiene gehen, dass wir auf Nachhaltigkeit gehen müssen. Und die nächste Generation, hat er gesagt, die dann sieht, welche Auswirkungen wir hier global auf der Erde haben, dass sie dann nicht mehr so positiv gegenüber Bitcoin gestimmt sind. Und wir werden sehen halt, wie das jetzt auf die Bitcoin-Maxis trifft, was die dazu zu sagen haben. Ich glaube, das wird wieder nicht so positiv werden. Aber ja, letztendlich bin ich der Meinung, dass er auch recht hat. Wenn Bitcoin so genutzt werden soll, wie es einige erwarten, dann muss man weg von diesem Proof of Work.
Aber sollte Bitcoin als reine Wertespeicher genutzt werden, mit einigen Anpassungen, die ich schon öfter erwähnt habe, dann kann es auch ruhig Proof of Work bleiben, denn es müssen dann nicht mehr so viele Transaktionen durchgeführt werden. Es wird hauptsächlich selten eine Transaktion durchgeführt werden müssen, wenn man Bitcoin transferieren möchte. Aber gut, schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Fand ich nur interessant. Das wird wahrscheinlich für einen mega Shitstorm bei Bitcoin-Maxis führen. Aber gut, gucken wir mal. United Kingdoms Inflation ist jetzt auch auf einen 40-Jahres-Hoch mit 9,4%. Auch die Briten folgen jetzt. Es ist nicht schön anzusehen, was global auf der Welt passiert. Müssen wir abwarten, Leute. Das ist, wie gesagt, das stimmt mich alles gar nicht so bullisch und so positiv und sieht mir eher nach so einem Fake-Out nach oben aus. Vor allem, weil das Volumen einfach nicht folgt. Ne? Aber gut, gucken wir mal. Das fand ich hier sehr, sehr interessant. Die SEC scheint jetzt zurückzurudern und Digital Asset Investor hat ja auch gesagt, komischerweise kommt es genau zu einem Zeitpunkt, wo Jeb McCaleb all seine XRPs abgegeben hat. Und wie sie zurückrudern, das wird in diesem Brief hier beziehungsweise in dem Dokument beschrieben. Und jetzt schaut euch das mal an. The SEC's claims are for Ripple's offerings and dues by its affiliates, not purchases and sells by investors in the market. Sie an, jetzt sagen sie auf einmal, es geht hier nicht um die Verkäufe von XRPs über Exchanges letztendlich, sondern wir sprechen hier nur über Verkäufe von Ripple an Affiliates und was sie selber getan haben, beziehungsweise was Ripple selber an Verkäufen getätigt hat und ihre Affiliates. Und wie ihr wisst, hat Ripple keine Verkäufe an Retail-Investoren getätigt und ihre Affiliates auch nicht. Scheint, als ob die SEC hier extrem stark zurückrudern würde und langsam bestätigt, ja, XRP ist keine Security und Ripple hat gar keine Verkäufe getätigt, denn sie wissen, dass Ripple selbst nicht an Retail-Investoren verkauft hat, sondern nur über Exchanges. Das habe ich gestern, glaube ich, beim Livestream oder im Video auch nochmal erwähnt gehabt. Und hier noch einmal eine Warnung für euch, Leute. Justin. Upsala. Celsius Lawyers claim users give up legal rights to their Bitcoin by using platform. Das ist schon heftig, ne? Take your Bitcoins off the exchanges. Also die Celsius-Anwälte, die sagen hier, dass jeder, der Bitcoins auf die Plattform transferiert hat, das Recht auf ihre Bitcoins abgegeben hat. Passt auf, wo ihr eure Bitcoins oder wo ihr eure Kryptos hinschickt, Leute. Denn anscheinend hat man stillschweigend eine Bestätigung oder eine Genehmigung dafür gegeben, als man Celsius genutzt hat, dass man seine Rechte auf seine Bitcoins dadurch abgibt. Wie krass ist denn das, ne? Und jetzt erfährt man das erst durch eine Anzeige. Klar, und wie hinterlistig das ist, das kann man gar nicht erklären, weil ganz ehrlich, wer von euch geht jedes Mal die AGBs komplett durch? Das sind ja manchmal hunderte von Seiten, bevor ihr euch irgendwo anmeldet oder eine DeFi-Plattform nutzt. Das kann man gar nicht mehr selbst bewerkstelligen. Und das steht dann in so einem juristischen Kauderwelsch, dass man die Hälfte sowieso nicht versteht. Darum sollte hier extrem stark vom Gericht aus dagegen angegangen werden. Also ich halte das für eine Unverschämtheit, wie mit den Geldern von hart arbeitenden kleinen Retail-Investoren umgegangen wird. Das ist einfach echt krass. Okay, Leute, gehen wir einmal auf die Charts ein. Was ist hier passiert? Und das ist nice zu sehen, denn, okay, der DAX ist gut hochgegangen. Wie ihr sehen könnt, haben wir die Resistance an der weißen Linie oben gefunden. Aber das wollte ich euch gar nicht zeigen. Ich wollte eigentlich mehr auf Bitcoin hier eingehen. Und wie wir hier sehen können, haben wir hier eine schöne Entwicklung gemacht bei Bitcoin. Wir haben diesen goldenen Kästchen, beziehungsweise den Käfig, den ich uns eingezeichnet habe, haben wir endlich durchbrochen. Schaut euch das an, wir sind da drüber. Und wenn wir uns einmal die Fibonacci EMA Ribbons mit reinnehmen, dann sehen wir, einen kleinen Moment, ich habe einige technische Probleme hier gerade. Wo ist das denn hin? Ich muss einmal zum Querformat, so. Das ist dieser hier.
So, und jetzt schaut euch das mal an, wo wir Residence gefunden haben. Wir haben die 13er Fibonacci EMA Ribbon durchbrochen, die 21er, die 34er, die gelbe Linie, und jetzt haben wir genau bei der 54er Resistance gefunden. Schaut euch das an. Ist das interessant oder ist es interessant? Es ist wieder schön anzusehen, denn in der Vergangenheit hat er die 34er, die gelbe Linie, bei dem letzten Einbruch, den wir hier gesehen haben. Schaut euch das an, da hat die 34er als starke Resistance gedient, bevor wir weiter eingebrochen sind. Diese 34er, die gelbe Linie, wie wir sehen können, haben wir jetzt durchbrochen und haben die nächste Fibonacci EMA Ribbons hier bei der 54er, die grüne Linie, Resistance gefunden. Ist die 54er hier, ich habe wieder 34er gesagt, ne? Ich meine die 54er Fibonacci EMA Ribbon natürlich. Ist die hier die neue Resistance und werden wir von hier aus einknicken? Wollen wir sehen, oder geht es weiter nach oben, brechen wir da durch und haben erstmal eine weitere Rallye. Schauen wir uns das an, was dann passieren wird. Wir können nur spekulieren. Ich nehme die Fibonacci EMA Ribbons hier einmal raus. So. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was ich euch am Anfang des Videos erklärt hatte. Denn ja, warum ist der Markt wieder am Steigen? Denn der US-Dollar-Index ist gut gefallen. Fällt der US-Dollar-Index, kriegen wir für unsere Euros wieder mehr eingekauft, ne? Und dementsprechend geht auch die Börse hoch, gehen die Aktien hoch. Und wollen wir mal abwarten, wie der Trend ist. Der US-Dollar-Index heute wieder im Grün. Mal sehen, wie sich das auf die Märkte ausüben wird. Schwer zu sehen hier bei dieser Ansicht, bei diesem Chart. Leider gehen die Ränder hier nicht weg, sonst könnten wir mehr sehen. Aber das war es erstmal heute dazu. Abwarten und schauen, wie sich das hier entwickeln wird. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so überzeugt von dieser Rallye bei Bitcoin und halte das noch nicht für eine so starke Entwicklung, denn mir fehlt einfach das Volumen. Aber gut, gucken wir mal. Auch mit einem fehlenden Volumen, mit einem kleinen Volumen, haben wir zwei starke Szenarien. Bleibt das Volumen klein, können durch kleine Einkäufe extrem starke Preisbewegungen beim Bitcoin-Preisschart verursacht werden, ne? Und extrem starke Bewegungen Richtung hoch, aber auch Richtung runter. Darum sehr, sehr schwer zu sagen, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Darum sage ich immer wieder, abwarten und wir werden schon sehen, Leute. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out, Leute.